Alright guys, today we're going to be reacting to the part number 7 from building a house. Thank you so much for the support. Thank you so much for everything you guys have done to my channel. Remember guys, make sure that you go to my Discord. Links in the description, also in the comment section as a pinned comment. We're going to keep reacting to these great, 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 great people making this a beautiful house. And how, you know, how serious they take this, right? This is not those simply 2x4 placed in a couple areas with something that look like a wood put on top of it. Now this is very serious. They take their time, and I'm just really appreciating this. Really, let's jump in. Let's see what's going on. Wie entsteht ein Massivhaus? Okay, this one is actually in German. This one is in German, so we have to be careful here. Eine komplexe Angelegenheit mit vielen Arbeitsschritten. In Teil 1 bis 6 konnten Sie den Bau des Hauses von der Rohbauphase bis zu den ersten Innenarbeiten verfolgen. Mhm. Jetzt ist es Zeit für den Einbau wichtiger Komponenten der Haustechnik. Wärmepumpe, Warmwasserbereitung und die Endmontage Elektro. Mhm. Part 7 of building the house. Für die Heizungsanlage stellen die Monteure zuerst den Pufferspeicher auf. Ein 300 Liter Edelstahltank, der mit einer 10 cm dicken Fließummantelung isoliert wird. An den Pufferspeicher kommen 4 Anschlussverschraubungen. Unten sitzen die Anschlüsse für den Vor- und Rücklauf, von und zur Wärmepumpe. Hierüber wird also das Wasser von der Wärmepumpe in den Pufferspeicher geschoben. I forgot to ask you guys, is there like a basement in this video? I haven't seen any basement, or you guys do have basements? Let me know in the comment section. An die oberen Anschlüsse dagegen kommt eine Frischwasserstation. Das Brauchwasser, also das Wasser, das aus dem Wasserhahn kommt, für Waschbecken, Dusche und so weiter, wird so mit Hilfe des Heizungswassers erwärmt. Wie bei einem Durchlauferhitzer. Kernstück der Anlage ist der Plattenwärmetauscher. Der schwarze Kasten, den der Monteur gerade anbaut. Und so funktioniert die Frischwasserstation. Der Plattenwärmetauscher verfügt über 2 getrennte Kreisläufe. In einem Kreislauf fließt das heiße Heizungswasser vom Pufferspeicher in den Plattenwärmetauscher durch eine Vielzahl an Edelstahlplatten. Hier das Prinzip stark vereinfacht, mit nur wenigen Platten dargestellt. Beim Durchfließen werden die Platten aufgeheizt. Im zweiten Kreislauf wird das Brauchwasser erhitzt. Das kalte Trinkwasser strömt in den Plattenwärmetauscher, wird durch die heißen Platten aufgeheizt und strömt dann als Warmwasser zu Waschbecken, Dusche und so weiter. Das Heizungs- und das Trinkwasser berühren sich dabei nicht. Es findet lediglich ein Wärmeaustausch statt. Zurück zum Monteur. Der Plattenwärmetauscher hängt und der Heizungswasserkreislauf ist angeschlossen. Jetzt der Trinkwasserkreislauf. Unten der Zugang für das kalte Trinkwasser, oben der Abgang für das Warmwasser. Der Vorteil einer Frischwasserstation ist, dass das Wasser erst dann aufgewärmt wird, wenn es benötigt wird. Das ist sehr hygienisch und verringert die Legionellengefahr. Monteur Roland Butzig erklärt, wie die Ad-Hoc-Aufheizung funktioniert. Hier haben wir einen Strömungsschalter drin. Sobald der Wasserhahn Warmwasser aufgedreht wird, funktioniert hier drin was und die Pumpe kriegt einen Kontakt, damit es einen Temperaturaustausch zwischen der Heizung und dem Kaltwasser passieren kann. Über die Pumpe wird also der Heizungswasserdurchfluss vom Pufferspeicher gestartet. So here they have the divide between the hot water and the cold water, right? I never understood that system, how they do that, right? That, so it's very nice that they can show it, but I never understood that. Wird der Warmwasserhahn zugedreht, stoppt die Pumpe und der Durchfluss endet wieder. Der Monteur kann jetzt die Frischwasserstation mit dem Haus the little ruler. Aber halt, ein Anschluss fehlt noch am Pufferspeicher. Das ist jetzt eine Tauchhülse für einen Temperaturfühler. Und der Fühler misst die Temperatur im Pufferspeicher, das war mal eine konstante Temperatur im Pufferspeicher drin. Geregelt wird das über die Wärmepumpe, H bezeichnet.
Für die Leitungen kommt wieder Verbundrohr aus Polyethylen mit Alukern zum Einsatz. Wie schon in Teil 5 zu sehen, muss der Monteur wieder jede Menge messen, schneiden, aufweichen und zusammenstecken. Look at his forearms are very big, right? Not big, but I would say like fit. He just took a lot of this pressure, right? Like a lot of this. Über die Rohre. So, Kalt- und Warmwasser ist angeschlossen. Prima, der erste Teil ist fertig. Jetzt kann der Monteur sich um die Verbindungen vom Pufferspeicher zur Wärmepumpe kümmern. Ja, die nice and clean, style and steel. Bleiben hier stehen und gehen dann an die Wärmepumpe ran. I forgot to mention, some of you guys were saying why you don't get a filter. I used to have a filter for the microphone. I don't know where it is. But you guys are right. At least we can hear what I'm saying. I think the filter, it has to be the next equipment that I buy for my microphone. Because it is a good microphone, it's just the filter is missing. So it's true. You guys are right. Getan. Los geht's mit den Rohrhalterungen. Für die Leitungen kommt wieder Everything nice and organized, not crazy. Die Längsrohre setzt der Monteur einfach schon mal in die Halterungen, damit er die Länge der Querverbinder vom Pufferspeicher zum Längsrohr genau messen kann. Zuerst die Verbindung für den Heizungsvorlauf. Über diese Leitung kommt das aufgeheizte Heizungswasser von der Wärmepumpe in den Pufferspeicher. Jetzt der Rücklauf. Hierüber fließt das kältere Heizungswasser aus dem Pufferspeicher wieder zurück in die Wärmepumpe. Geschafft. Jetzt muss der Monteur noch ein Abwasserrohr montieren. Ah, man, these people are smart, huh? Die Heizungsanlage wird nochmal separat über ein Sicherheitsventil gesichert, damit die Anlage keinen Überdruck bekommt. Und dieses Sicherheitsventil öffnet bei einem bestimmten Überdruck und leitet Wasser aus der Heizung in das Abwassersystem dann ein. Fertig. Die Rohre sind alle gesetzt. Jetzt kann die Wärmepumpe kommen. Bei den Blowdowns gegen Aufpreis eine Erdwärmepumpe. Prale Standard ist eine Luftwärmepumpe. Wärmepumpen, ob nun Luft-, Erd- oder Wasserwärmepumpen, sind besonders energieeffizient und umweltschonend, denn sie nutzen die vorhandene Wärme aus der Umwelt. Im Verdichter, hier im unteren Teil der Wärmepumpe, wird mit Hilfe elektrischen Stroms die Wärme so weit erhöht, dass damit Heizung und Warmwasserbereitung versorgt wird. Und das mit nur ca. 20%. Wow, man, there's so much stuff going on, right? Like, you know what's crazy? Even the equipment looks nice and neat and clean. Listen, folks, I don't have a lot of experience when it comes down to building a house. I don't at all, right? I have very minimal experience when it comes down to construction. The only thing I had done in my life was, you know, building some stuff in my house back in the island, in Puerto Rico. Beside that, no experience at all, but I do appreciate the details. And I don't know if you guys can really understand what I'm saying. The details, the ruler, every time carrying the real ruler, making sure that everything's nice and aligned. Even though, you know, like the small detail, the appreciation of details is something that I'm really appreciating here. And every step of the way, there's details. Let's just, they're just paying attention to all the details. And even though they're just putting some screws here and just putting a heavy equipment here, carrying machinery, everything's in detail. And I don't know if you guys can appreciate it. Some of you guys are from Germany. You guys don't understand, but there's something about this that's just, it's good to appreciate. I don't know what it is. Warmwasser kommt bis zu 80% kostenlos aus der Umwelt. Bei den Blowdowns also aus der Erde. Zuerst baut der Monteur die Vorrichtung für den Wärmemengenzähler. And the handcraft too, right? Like das schwarze Anschlussstück. The grabbing is, I don't know. Später das Messgerät aufgesetzt.
The experience too, like, ermittelt die verbrauchte Wärmemenge. It's the weirdest thing ever, man. I'm telling you. Zwischen dem heißen Heizwasser und dem zurückströmenden abgekühlten Heizwasser verglichen. Der Wärmemengenzähler sitzt im Rücklauf, aber in den Vorlauf muss auch ein Messfühler. Und zwar gibt es da einen sogenannten Fühlerkapsel, weil ein Wärmemengenzähler gleicht ab zwischen Vor- und Rücklauf. Deswegen müssen wir jetzt in den Vorlauf jetzt noch einen Kugelhahn einbauen, und zwar diesen hier, wo jetzt hier ein Fühler reingeschraubt werden kann. Und dann haben wir die Messung zwischen Vor- und Rücklauf. Der Fühler selbst, wie auch der Wärmemengenzähler, werden aber erst später eingebaut, wenn die Anlage ans Stromnetz kommt. Fertig. Jetzt kann der Monteur die Wärmepumpe mit der Fußbodenheizung und dem Pufferspeicher verbinden. Dafür Very verwendet nice, yeah. er flexible Edelstahl-Wellrohre mit hoher Temperaturfestigkeit. Flexible Stainless Steel. Stainless Steel. Zuerst setzt der Monteur die Anschlüsse an die Fußbodenheizung. Rücklauf und Vorlauf, hier mit R und V bezeichnet. That's interesting. Jetzt noch die Dämmung. Dafür kommt ein 10 mm dicker Isolierschlauch aus synthetischem Kautschuk, temperaturbeständig bis 100 Grad Celsius, über die Rohre. And this is the good part of this. They, again, I don't know anything about this when it comes down to construction. But the way I'm just appreciating this or perceiving this is with, you know, they're making sure that when they just secure everything or put everything together, it's not, it's to basically not come back. That way you don't have problems. They're thinking more about that short and long term kind of, you know, approach to it. Would make you wondering, right? Make you wondering if I need to spend more attention to details like this when I buy my home. It's gonna, this is gonna come to play. I need, all this is gonna just help me to just really pay attention to a lot of things that I never thought about. Really pay attention to the heater system, the basement. It's like all the cables well pulled together, like all those things. Genau so setzt der Monteur jetzt auch die Verbindung zum Pufferspeicher. So kann die Wärmepumpe über den Vorlauf entweder Heizung oder Pufferspeicher mit heißem Heizwasser versorgen. There we go. Dafür gibt es im Vorlaufstrang ein Drei-Wege-Ventil, das entweder in die eine oder andere Richtung durchschaltet. Meldet zum Beispiel der Temperaturfühler im Pufferspeicher eine Temperaturunterschreitung, wird umgeschaltet und heißes Heizwasser strömt. Look at that. Die beiden Rücklaufkreise werden dagegen ganz einfach zusammengeführt. Jetzt wichtig, Druckausgleich und Sicherheit. Die dafür vorgesehene Anschlussgruppe für das Ausdehnungsgefäß inklusive Sicherheitsventil schließt der Monteur auch an den Rücklauf. Das Sicherheitsventil öffnet und lässt Wasser ab, falls der Druck in der Anlage zu groß wird. Das Problem: In Heizungsanlagen ändert sich der Druck ständig. Ist das Wasser heiß, dehnt es sich aus und der Druck steigt. Ist es kalt, nimmt das Volumen ab und der Druck sinkt. Um die Heizung nicht zu zerstören, müsste bei Überdruck ständig Wasser abgelassen und dann wieder zugeführt werden. Viel besser ist da der Druckausgleich über das Ausdehnungsgefäß, das der Monteur gerade anbaut. Und so funktioniert's. Im unteren Teil befindet sich ein verdichtetes Gas, meist Stickstoff, darüber eine Membran. Steigt der Wasserdruck, wird das Gaspolster über die Membran zusammengedrückt. Das Wasser kann sich ausdehnen. I don't know what the hell is this. Entspannt sich die Membran wieder und drückt das Pressure for the gas in das Heizungssystem. Einfach, aber genial. Zum Schluss muss der Monteur den sogenannten freien Auslauf setzen. Jetzt haben wir oben eine Tropfleitung. Okay, let's see what you have to say. Wo Wasser rauskommen könnte, die wird jetzt hier eingeführt, so dass es immer sichtbar ist. Weil es muss eben sichtbar sein, damit man sieht, dass da eben auch mal was rauskommen kann. Wenn es fest am Abwassersystem angeschlossen ist, sieht man es einfach nicht. Ne? Und sollte man okay. das auch mal zu kontrollieren und zu beobachten.
Und so sieht man auch, dass das Sicherheitsventil funktioniert und bei Bedarf öffnet. Jetzt noch das vorbereitete Abwasserrohr verlängern und den freien Auslauf anschließen. Fertig. Die Wärmepumpe ist installiert. Okay, let's go. Looks nice, right? Now, are we going to see solar panels installed here? I don't think so, right? I don't think, because I didn't see any, well, I don't remember, but I don't recall seeing solar panels in the other houses. So you guys have to let me know in the comment section below. Flüsse vom Erdkollektorkreislauf gesetzt. Oh, let's go, Jerry. Nächster Bauabschnitt, die Endmontage Elektro. Einbau des Verteilerkastens. Wichtig zu erwähnen, die hier zu sehenden Arbeiten sind nicht als Anleitung zum Nachbauen gedacht, sondern geben nur einen Überblick über den Verteilerschrankanschluss. Die Installation sollte immer durch Fachpersonal durchgeführt werden. Strom ist gefährlich und eine unsachgemäße Elektroinstallation kann tödlich sein. Mm-hmm. Yeah, no, that's fatal. That thing can blow. There's gas, pressures and everything. Anything that goes wrong, it will just be fatal. So you need a Jerry in this situation like him. Let's see how it goes. Hängt der Kasten und sind die Verteilerfelder eingebaut, kann es mit der Verdrahtung losgehen. And you start really appreciating these kind of folks, man, like what they do. Kabeln aus dem Obergeschoss an. Die einzelnen Stromkreise pro Zimmer, wie in Teil 4 bei der Rohinstallation Elektro erklärt. Rollo und Thermostatschalterstromkreis sind auch dabei. Die Kabel links gehören nicht zu den Stromkreisen, sondern sind Homeway und SAT-Kabel. Um die kümmert sich der Elektriker später. Zuerst Kabel einkürzen und abisolieren. Wichtig dabei, die Kabelbeschriftung, die am Kabelende sitzt und den Stromkreis... Also I'm wondering, I'm thinking like a technician like him, his IQ need to be at least, like what, 115, 120? Very high IQ to just... build some of this stuff, right? Especially the technician. I will say 115, 120. Lowest, what, 105? I will say, let me know in the comment section, how high of an IQ you need to have to just be an electrician like him. Let me know. Von den Sicherungen bzw. LS-Schaltern läuft der Strom also in die einzelnen Zimmer bzw. Stromkreise. Wie aber kommt der Strom in die Sicherungen bzw. LS-Schalter? Very impressive. Ganz einfach. Dafür gibt es sogenannte Sammelschienen. Sie kommen. And again, folks, this comes from a person that doesn't know anything about this. But I can appreciate the effort of knowing this kind of stuff, man. It's quite complicated. It's very complicated. I don't understand what the hell's going on. Maybe if I sit down and study it, I might understand a little bit. But the fact that, you know, there's a high risk for this, right? If you put one of those cables in the wrong place, your entire house will blow. I don't know if it will blow, but at least it's going to cause some fire. So that's what I'm asking, or I'm wondering how much of an IQ you need to have, or equivalent to, right? Because you can have an 80-point IQ, but if you study enough and you put a lot of effort, you might just be a very, well, professional in this area. But an average, I would like to know what's the... what kind of IQ do you need to have to just be able to handle this kind of work? Unten in die Anschlüsse der LS-Schalter und des Fehlerstromschutzschalters. Hier eine Dreiphasenschiene, die alle drei stromführenden Leiter gleichmäßig auf die Stromkreise verteilt. Zur Verdeutlichung hier ein Überblick, wie die Verdrahtung aufgebaut ist. Der Strom kommt als Dreiphasenwechselstrom ins Haus. Dazu kommen Neutralleiter und Schutzleiter. Auf jeder Phase L1, L2, L3 liegen 230 Volt gegenüber Neutralleiter an. Alle drei Phasen laufen über den FI-Schalter und werden dann gleichmäßig über die Sammelschiene auf die Stromkreise verteilt. Der Neutralleiter läuft auch über den FI-Schalter. Simmer.
I forgot to do my German yesterday. I knew I forgot something. I forgot my German lesson yesterday. I need to pick it up. Der Stromschutzschalter schützt vor Stromunfällen. Er vergleicht permanent den Strom, der über die Phasen hinfließt und über den Neutralleiter wieder zurück. Im Problemfall, entweder durch Kurzschluss oder durch Berührung aufgrund fehlerhafter Isolierung, läuft ein Teil des Stroms nicht mehr über den FI-Schalter. Die Ströme sind nicht mehr identisch und der FI-Schalter schaltet den Strom sofort ab. Innerhalb von Millisekunden. Das rettet Leben. Der Elektriker ist beim letzten Stromkreis Obergeschoss angekommen. Nur Heizkreisverteiler und Rollo kommen später. Sie werden dann zusammen mit dem Heizkreisverteiler unten bzw. dem Rollo unten auf jeweils eine Sicherung geschaltet. Das Obergeschoss ist fertig. Und genau so wird auch das Erdgeschoss verdrahtet. Now we're just putting things together. Zur Endmontage Elektro gehört auch der Einsatz der Schalter und Steckdosen. Die kommen jetzt in die leeren Unterputzdosen. Die Abdeckungen kommen raus und die Kabel werden jetzt an die Steckdoseneinsätze angeschlossen. Da hier zwei Steckdosen nebeneinander sitzen, muss der Elektriker noch Kabelbrücken vorbereiten. Damit werden beide Steckdosen verbunden. Kabel einfach in die entsprechende Kontaktklemme stecken. Braun, Phase, grün-gelb, Schutzleiter, blau, Neutralleiter. Eingesteckt sitzen die Kabel dann fest. Yeah, he's gonna put it all together, right? Nicht nötig. Yeah, not a... It's a lot of work, huh? I'm wondering. It seems like you got electricians in Germany. They earn a lot of money. Engineers, electricians, they earn a lot of money. Enough to just take care of the family and just a little bit left over. So. Dich den Einsatz gerade ausrichten, damit die Steckdosen später nicht schief sitzen. Jetzt kann der Elektriker die eine Steckdose mit der anderen verbinden und beide gleichzeitig an den Stromkreis hängen. Dabei werden jeweils Phase, Schutzleiter und Neutralleiter in der entsprechenden Klemme zusammengesteckt. Parallel geschaltet, wie der Elektriker sagt. Beim Festschrauben wieder auf gerade Ausrichtung achten und die Höhe im Vergleich zur anderen Dose anpassen. Everything has to be well balanced, right? Like, cannot be crazy. Genauso wurden auch die anderen Steckdosen und Schalter verwendet. And I'm wondering why you guys use that kind of outlets. I guess it's because more economical, I guess. Doesn't spend that much electricity. Let me know in the comment section. Können allerdings erst drauf, wenn der Maler die Wände gestrichen hat. Insgesamt wurden mehr als 100 Steckdoseneinsätze und an die 70 Schalter. Yep. What, an outlet over there, close to the window? Hold up. An outlet close to the window. That's a new one. 3 Tage. Very good. Love it. Love it. Love it. I mean, I'm really earning a lot. Learning a lot. An outlet close to the window? What the hell? I never heard that. I never seen that. That's a new one. Isn't that dangerous? You know, start raining, all of a sudden you open that window and then water come in. Well, the windows are kind of protected, so. Wow. Let me know in the comment section below. Now, do you guys, I know you guys are very pro green energy. I know the solar panels are becoming very, very famous and very well known here in the United States. Very common in a lot of houses. Does the majority of houses in Germany have solar panels or windmill? Let me know in the comment section below because I would like to know. I'll see you in the next one.